Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Gamsberg. Ja, wir sind wieder mal bei Vieh und Forst 2 dabei und wir sind in Folge 39 am Start. Machen hier gerade den kleinen Rest an Wiese, wie ihr seht. Und ja, unser Kollege dürfte eigentlich auch jeden Moment mit der kleinen Ecke da oben fertig sein. Wenn das nicht schon ist, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Dann können wir auch den neu ansetzen und hier müssen wir auf jeden Fall dann eine Runde den Schwader holen. So sieht das Ganze aus. So, ich schätze mal, wir werden jetzt hier, ja, das Ende ist ein bisschen breit. Ich werde mal freiwillig einfach mal so die Bahn fahren hier und dann nochmal die kleine Ecke am Schluss und dann haben wir das Ganze auch schon. Dann kommt hier der Schwader rüber und dann sind wir fertig. So. Gut, ja, ich mache ihn mal kurz aus. Falte vorne und hinten schon mal zusammen. Das ist schon mal gut. Ja, er war hier tatsächlich fertig. Das ist auch gut. Wir sehen, ihn müssen wir auch bald reparieren. Deswegen werde ich auch dementsprechend mal gucken, ob ich jetzt einen Werkzeugkasten aktiviert hatte oder nicht. Also, dass man halt eine Werkstatt setzen kann. Wenn ich das nicht habe, dann ja, müssen wir halt gucken, dass wir die Jungs woanders mal eine Runde reparieren. So einfach ist es. Oder ich musste damit für die nächste Aufnahmesession mal die Werkstattkiste mal wieder mit reinnehmen. Warum fahre ich jetzt hier so quer zur Insel, fragt ihr euch. Schwer über das, schön über das frisch gegrubberte. Ja, weil da vorne der Bereich anfängt, den wir noch machen müssen. Unterhalb der Insel ist nämlich noch frei. Das ist der ganze Trick. Deswegen eiert er jetzt auch hier so langsam hin. Er ist auch nicht so sonderlich schwer, weil, wie gesagt, er müsste auch mal repariert werden. Sprit hat er noch mehr als genug an Bord. Und hier vorne seht ihr auch schon, da ist der Ansatz, der noch gegrubbert werden muss. Und da seht ihr auch den anderen Streifen, der nämlich hinter der Insel liegt. So ein Stück. Also das ist der Part unterhalb der Insel im Prinzip, wenn ihr so wollt. Den müssen wir jetzt noch eben hier grubbern lassen, bevor wir dann hier zur Saat schreiten können. So. Ja, hier werde ich die Helfer jetzt anschmeißen. Ja, dann kann er den Spaß jetzt wegmachen, würde ich sagen. Wir machen nämlich auch jetzt was weg, nämlich den Kollegen hier. Aber vorher, bevor wir den wegfahren, gucke ich jetzt tatsächlich mal, ob ich die Werkstattgeschichte hier gesetzt habe. Das war, glaube ich, unter Diverses. Ihr seht, ich habe hier ziemlich vieles dabei. Und da ist auch der Werkstattkasten. Ja, sehr schöne Idee. Den setze ich natürlich jetzt nicht hier, sondern den Werkzeugkasten setze ich natürlich jetzt irgendwo hier am Anfang. Am besten irgendwo neben, wo man einfach hinfahren kann. Oder ne, hier fahren alle dran vorbei. So, da habe ich jetzt den Werkzeugkasten gesetzt. Damit kann ich da natürlich dann nachher auch den Waldra reparieren. Erstmal fahre ich mit ihm jetzt hier ran, weil wir mit ihm hier eh gerade sind. Hüpfe hier eine Runde raus, gehe zum Werkzeugkasten und ich müsste eigentlich auch den Werkzeugtepper anhaben. Das heißt, ich müsste das Ganze auch durchschalten können. Wir gehen jetzt erstmal auf ihn hier, machen hier schön eine Runde reparieren und sagen ja. Und dann stelle ich fest, dass ich hier den Werkzeugtepper anscheinend nicht anhabe. Okay, dann setzen wir mal das hintere gute Stück ab. Das vordere gute Stück sollte ich vielleicht mal hochnehmen, besser wäre es. So. Dann gehe ich jetzt nochmal hin. Ein Werkzeug-Tabber ist eigentlich nur dafür da, dass ich halt die Geräte, die in dem Bereich sind, dann durchschalten kann. Das ist der ganze Trick eigentlich. So, jetzt fahre ich rückwärts. Nehme das gute Stück wieder auf. Fahre noch ein Stück rückwärts. Das ist vorne ab. Fahre noch ein Stück rückwärts. Und dann reparieren wir das Stück auch. So, ja. Auch das ist repariert. Damit ist das nur noch dreckig, ne? So. Und für dreckig habe ich auf dem Hof, glaube ich, auch nicht mal was. Könnten wir hier theoretisch hier auch einen Hochdruckreiniger hinstellen, oder? Diverses. Da haben wir es, einen kleinen Kercher. So. Ich habe den kleinen Kercher jetzt einfach hier direkt neben der Wasserquelle gestellt. Finde, macht auch Sinn.
Dann hüpfe ich eben jetzt auch eine Runde raus. So. Dann machen wir den Spaß auch mal sauber, wenn wir zurückfahren hier. Das muss ja nicht aussehen wie Kunter Kinte hier. Nummer 1. Dann den Bullen noch im Sauber machen. Den sehen wir im Wasser sogar richtig hier. Okay. Na, der ist auch langsam sauber. Dann bleiben Teile dreckig oder liegt das daran, dass der Kunststoff grau ist, dass er eigentlich schon sauber ist. Siehst du schon, wir haben grauen Kunststoff. Also der hier, der hintere Zwillingsmäher, der hat es nötig, würde ich sagen. Oder sieht gleich auch aus wie neu. Ja, wunderprächtig. Wow, das blitzt und blinkt jetzt alles. Macht man schon gar nicht mehr mit auf der dreckigen Straße fahren. Aber wie gesagt, das gute Stück hier kann wieder zurück. Und wir holen jetzt den Schwader, wollte ich sagen. Links auffahren, links gegenfahren. Hier fährt unser Kollege. Den, wie gesagt, können wir auch reparieren und sauber machen. Der hat es auch nötig. So. Wir fahren jetzt hier mal schön rum. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Fahren ein bisschen langsamer. Hier ist nämlich der komische Baum. Leider nicht auf unserem Grund und Boden. Deswegen können wir ihm auch nicht den Gar ausmachen. So. Ja, sorry fürs Räuspern. Heute ein bisschen belegt das Ganze. Sprich Stimme, Hals. Und was man so, ne? Wird halt Winter, um es mal dreist auszudrücken. Nicht so wirklich, noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg zum Herbst, so sieht es wettertechnisch wenigstens aus. So, Dudi, 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 Du. Wow, die ist einigermaßen gelungen, die Kurve hier. Wir sind auch schon gleich wieder vom Berg runter, das geht ja zügig. So. Da haben wir fürs nächste Mal den ganzen Spaß ja auch schon mal wieder nach unten gestellt, weil das wird wahrscheinlich das sein, was als erstes wieder zu mähen ist. So, Leute. Und schon geht's Richtung Hof. Da vorne haben wir schon unser Sägewerk. Unsere Kohle nimmt weiterhin schön stetig ab. Wir sind schon unter 140.000. Aber wie gesagt, wenn es tatsächlich eng werden würde, könnte ich immer noch hingehen und die Paletten verkaufen oder einfach einen Baum umhauen und den zum Sägewerk bringen. Also wir sollten hier eigentlich nicht in Engpässe. Wir sollten hier eigentlich nicht in Bedrulle kommen, sage ich jetzt einfach mal so. Sollte eigentlich alles funktionieren. Ich hoffe, wir will hier nicht abbiegen. So, schön durchgefahren. So muss das sein. Ja, Glück, dass es keine Vierfachkarte ist, sonst wären wir hier eine Woche unterwegs. So, da sind schon die letzten Häuschen. Dann kommen wir gleich schon zur Brücke. Sag ich doch. Und dann sehen wir auch schon fast unsere Wiese. Hier ist unser privater Grünstreifen schon, auf den fahre ich schon mal. Wow, auf den springe ich schon mal. So, und hier haben wir unseren schönen Seitenstreifen. Den ich hätte auch mähen können, wenn man ehrlich ist. Naja. Wir nehmen das gute Stück erstmal wieder da unten und holen uns jetzt erstmal den. Hier muss ich vorsichtig fahren, hier war eine Kante. Ja. Habe ich mir sogar gemerkt, auch nicht schlecht, ne? Oder? So. Mahlzeit, da sind wir schon wieder. Den sehen wir schon mal los. Ja, den Ladewagenpart da, ne, den können wir jetzt leider auch nicht mitnehmen. Das liegt einfach stumpf daran.
dass man keins von den beiden Geräten vorne festmachen kann. Richtig. So einfach ist es schon. Das sind beides Geräte zum Ziehen. Da haben wir den nächsten zum Ziehen. So. Ich fahre einmal wieder über den Seitenstreifen hier. Fahre jetzt mal hier hoch. So. Da habe ich da nicht so den Sprung gerade, aber eine ziemlich komische Kante vom Setzen noch. So, ja, da sind wir unterwegs. Wir und der Schwadder. Schön den Berg hochschmirgeln und den ganzen Spaß da oben mal schwadern. Und dann mal gucken, wie weit der Kollege ist, weil irgendwann werden wir dann wenigstens für einige Bereiche da wohl wieder Vorgewende fahren müssen. Nämlich dann, wenn wir, obwohl können, doch, ich glaube, wir haben Saatgut drin, ne? Wir haben Saatgut gekauft gehabt, meine ich. Ich bin ganz schön forsch unterwegs hier schon wieder mit dem Kollegen hier drauf. Ist ja nicht unbedingt was Kleines, was wir hier gerade bewegen. Momentan funktioniert es. Solche Kurven hier, die sind das Problem, aber auch nur dann, wenn uns einer entgegenkommt. Oder wenn meines, müssen sich jetzt hier mehrere entgegenkommen. Boah, da vorne kommt schon wieder einer, dann können wir nicht mehr überholen. Naja, dann müssen wir durch, ne? Und da noch einer? Nö, sehr schön. Den überholen wir jetzt wenigstens. So, Dolle. Da vorne fährt auch noch einer. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen dreist, wenn wir den vorm Abbiegen überholen würden. Da wir hier hinter den Häusern hier gleich abbiegen werden. Dann habe ich diesmal wenigstens die richtige Geschwindigkeit zum Abbiegen. Nicht wie vor ein paar Folgen. Überhaupt nicht mehr auf dem Privatgelände. Ja, Hilfe, Hilfe, ich fahre falsch. So, jetzt fahre ich wieder richtig. Manchmal sollte man echt nicht so genau hingucken, was ich mache, glaube ich. Ich hätte wohl gerne mal eine Zählung, wie viel ihr oft schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habt, wenn ihr mich habt irgendwas machen sehen. Das wäre bestimmt auch mal eine Zählung wert. Was ich hier so geregelt oder nicht geregelt kriege, vielmehr. So. Hier geht schon wieder ordentlich sauber den Berg hoch. Da oben ist wieder eine bisschen knackigere Kurve. Die natürlich interessant ist, wenn man langes Gefährt dabei hat. Obwohl ich diesen Bereich jetzt, dieses hier vor allen Dingen, schön angelegt finde. Also die Straße schön mit Wellen, leichte Steigung, ein bisschen mehr Steigung, ein bisschen weniger Steigung. Ist schon schön, kann ich ja noch sagen. Also, ne, außer hier mit den kleinen Abzweigungen drin und sowas. Ich war natürlich ein bisschen zu forsch fürs Gelände, um es genießen zu können. Das gestehe ich ja zu, aber jetzt kommt vor allen Dingen was für Genießer. Da haben wir nämlich den blöden Baum. Ja, mal wozu haben wir unsere Raupengeschichte hier? Das ist auch ein ganz schönes Stück Wiese hier, ne? Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt eine? Ist das, glaube ich, nicht mal als Wiese deklariert? Und gehört, glaube ich, auch nicht zu unserem Grundstück, oder? Mal kurz gucken hier. Ich sollte mal Gras ausmachen, dann leuchtet das nicht so. Nö, das gehört leider nicht uns. Ist aber auch Wiese, ne? Also ist auch nicht offiziell eine Wiese, sondern ist halt nur Gras. Offizielle Wiesen sind natürlich dadurch angenehmer, dass man hier dann richtig was machen kann, ne? Hier ist natürlich die Wiese bestimmt auch cool, weil die Wiesen hier ja Dings mehr am Wasser sind und deswegen eigentlich das Ganze mehr flach veranlagt ist da, ne? Hätte bestimmt auch was. So, wie sieht der Streifen denn hier aus? Schmaler, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Und hier vorne sieht es gleich noch eine Ecke schmaler aus. Ja, Schmalhans Küchenmeister hätte ich fast gesagt.
Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier Platz finde, um das vernünftig auseinander zu falten, was ich jetzt gerade aktiviert habe. So. Ja, ich weiß. Sollte jetzt noch. Sollte nicht so dicht am Zaun sein. Richtig. So. Ich senke ab, ich mache an. Ich fahre ein kleines Stückchen rüber. Und wie gesagt, das ist wieder was ich auch dann hier komplett per Hand machen muss. Vor allem muss ich auch komplett per Hand sehen, dass ich hier ordentlich über den Baum rumkomme. Aber es sieht alles gar nicht mal so schlecht aus, stelle ich gerade fest. Ja, wie gut schwadert er und wie gut nimmt er hier die Hügel. Das haben wir jetzt im Ansatz hier festgestellt. Das werden wir aber in der nächsten Folge noch viel mehr sehen, weil wir sind hier nämlich jetzt leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Vorschläge habt oder sowas, schreibt das natürlich lieben gerne in den Kommentarbereich. Würde ich mich dann auch sehr darüber freuen. Und ja, ne, ihr seht hier nochmal eine Runde. Hier wird geschwärdert. Genau, und dann sage ich ja, bis morgen.